Heute gibt es mal wieder ein bisschen Lebensmittelkunde. Wir klären, was Tapioca ist und was das mit diesem Bier zu tun hat. Das klären wir in den berühmten 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und hoffentlich genau wie ich richtig Bock auf das heutige Bier habt, denn es geht mal wieder um ein New England IPA und von einer Brauerei, die hier noch nie auf dem Kanal gewesen ist. Es geht um Totenhopfen aus Luxemburg und die kommen mit ihrem Maniok Jack an den Start. Und das ist ein veritables New England IPA, zumindest steht es so geschrieben, beziehungsweise Double Dry Hopped Tapioca IPA. Und was da drin ist, das schreiben sie auch relativ groß drauf, zumindest hopfenseitig. Columbus, Mosaik, Strata, Eldorado und Citra. Was ein bisschen kleiner drauf schreiben, ist den Alkoholgehalt mit 7, was ist denn das hier? 7,5, 7,4? Ja, ich kann es nicht so genau lesen. Steht das nicht irgendwo noch größer drauf? Hallo, wir sind doch hier in der EU, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch wahrscheinlich ein bisschen größer draufstehen. Oder ist das 7,9? Ah, ich habe keine Brille auf. Aber irgendwas in der Richtung wird es sein. Und für New England IPA ist das ja auch durchaus schon ein bisschen kerniger. Es ist aber nicht nur der Hopfen drin, sondern, und jetzt kommen uns mal die anderen Zutaten an, die sind leider auch für Brillenträger sehr klein geschrieben, Wasser, Malz, in dem Fall Gerste und Weizen, Haferflocken, Tapioca, Hopfen und Hefe. Wir haben eigentlich alles geklärt oder kennen hoffentlich alles bis auf Tapioca. Und da habe ich auch ein bisschen nachschauen müssen. Was ist denn Tapioca? Und Tapioca ist eine Stärke, die gewonnen wird aus der Maniokwurzel. Und jetzt erklärt sich auch der Titel bzw. der Name des Bieres Maniok Jack. Also es ist eine Stärke, die damit reingekommen ist. Und damit erklären sich vermutlich auch die 7,4 Volumensprozent, weil da gibt es dann nochmal ordentlich Futter für die Hefe und beziehungsweise da wird dann ordentlich nochmal Zucker erzeugt und dann gibt es ordentlich was zu beißen an der Stelle. Dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze mal an. An der Stelle möchte ich euch allerdings noch bitten, solltet ihr noch kein Abo von dem Kanal haben, doch mir den riesengroßen Gefallen tun und euch vielleicht natürlich auch ein Abo von dem Kanal zu lösen. Da unten ist es überhaupt kein Problem und kostet nichts, aber bringt mir viel und vor allen Dingen euch immer die Info, wenn es hier neue Videos gibt. Ich sage danke dafür und schauen wir jetzt einfach mal an, was wir hier auf das Ohrballer. Also erstmal muss ich hier ein bisschen Kraft reinstecken, um die Dose aufzumachen. Totenhopfen übrigens eine Brauerei, die eigentlich keine Brauerei ist, sondern ein Brauprojekt. Sie haben dieses Bier, habe ich hinten drauf gesehen, in Ungarn gebraut. Und ansonsten brauen sie auch alle ihre ganzen Biere offensichtlich in der berühmten Gypsy-Brauweise, ziehen da von Brauerei zu Brauerei. Und am Ende des Tages wird dann wahrscheinlich irgendwann mal eine Brauerei rauskommen. Aber für viele Brauereien ist das ja erstmal ein sehr vernünftiger Weg, freie Braukapazitäten woanders zu nutzen. Und offensichtlich reicht das auch von Luxemburg nach Ungarn. Optisch würde ich sagen, eine schöne gelb-goldene Farbe. Es hat so ein bisschen was von Eidotter, oder? So, ganz orange ist es nicht, aber schöne zwei, bisschen mehr Schaumdecke oben drauf, eher mittelporiger Schaum, aber eine schneeweiße und die Trübung voll und ganz in der Nase. Oh, schön süßlich, tropisch-fruchtig, fette Mangonote, bisschen Maracuja, Pfirsich, oh, ja, schön grasiger Hopfen auch am Start. Oh, das ist, glaube ich, ein Bier nach meinem Geschmack. In diesem Sinne, sehr zum Wohl, cheers. Überraschend lebhafte Kohlensäure. Also das prickelt richtig sofort auf der Zunge los. Weiß gar nicht, ob ich das jetzt so positiv finde. Er startet auch relativ süß, kommt eine moderate Bittere hinterher. Würde ich mal sagen, na, wo liegen wir denn da so? Für New England ist es schon fast, ich hätte jetzt mich mal so auf 35, 40 getippt von den Bittereinheiten, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist natürlich für New England dann schon ganz, ganz ordentlich. Aber sie schreiben ja auch drauf, Double Dry Hopped Tapioca IPA. Aber es hat so einen harschen Unterton, grasiger Hopfen, schöne Mangonote mit dabei und ein bisschen Zitrusfrucht, leichte Säure.
Ein bisschen Ananas kommt noch durch. Schön saftig, super süffig. Also das ist schon okay. Also klang jetzt vielleicht gerade ein bisschen kritisch, aber ich finde das schon ein richtig gutes Bier. Angenehmer mittlerer Körper. Kohlensäure hat sich jetzt auch wieder ein bisschen beruhigt. Und schöne, cremige Textur. Auch die Kohlensäure oder der Schaum sieht man jetzt auch, ist ein bisschen feiner geworden. Und hinten im Nachtrunk schöne, grasige Hopfen, bittere, tropische Frucht geht noch mit raus. Es bleibt weich, man merkt so Weizen und Haferflocken, machen einen guten Job, gibt ein schönes Mundgefühl. Und ein bisschen trockener wird es dann hinten im Nachtrunk auch. Und so, dass es sogar leicht so ein bisschen astringierend anfängt. Säure kommt noch ein bisschen von der Zitrusfrucht durch. Ja, kann man so lassen, muss ich sagen. Ist ein schönes Double Dry Hopped IPA, was jetzt genau den Maniok bzw. Tapioca ausgemacht hat, hat sich mir jetzt nicht erschlossen. Vielleicht ist es dann tatsächlich der Alkohol, der ein bisschen nach oben geschossen worden ist damit. Aber für das Maniok Jack von Totenhopfen aus Luxemburg von Probiert.tv gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Maniok Jack Double Dry Hopped Tapioca IPA aus Luxemburg. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr auch ein bisschen Spaß gehabt habt und vielleicht ermutigt euch das ja ein bisschen, wenn ihr noch kein Abo habt, dann da unten noch schnell eins nachzulösen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.